Hallo und herzlich willkommen zu Democracy for Alpha. Das ist eine neue Serie hier auf YouTube und die ganzen Folgen, die jetzt hier rauskommen werden, stammen aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Wenn euch das gefällt, dann hinterlasst gerne Kommentare, liked es, abonniert den Kanal. Es werden auf jeden Fall täglich Folgen rauskommen. Romy und ich streamen immer dienstags auf Twitch. Kommt da auch gerne vorbei und diskutiert live mit. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der ersten Folge Democracy 4 Alpha. Schönen guten Abend. Hallo, hallo. Hallo, ja, und herzlich willkommen zu Democracy 4, also der brandneuen Version von 2020 des Spiels. Und Romy, du bist auch wieder da. Das ist total schön. Ja, total schön, wieder dabei zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich sehr auf die Alpha-Version heute. Ja, genau. Also seit Juli ist das raus in der Alpha-Version. Nur auf der Seite der Developer kann man es direkt kaufen in der Alpha-Version. Aber die sagen halt, es ist noch nicht wirklich ein Release. Ab Herbst ist es angekündigt, dass es in der Open Beta, also für alle zum Freitest spielen und so weiter, auf Steam und den anderen einschlägigen Gaming-Plattformen verfügbar sein wird. Wenn man wirklich will, dann kann man auf deren Homepage gehen. Auf jeden Fall ist es auch eine interessante Firma, Positech heißen die, machen noch mehr Computerspiele, die ich alle, wo ich einige von auch schon irgendwie auf dem Radar hatte, unter anderem Big Pharma, weil das fand ich auch ein interessantes Spiel, weil man da diese ganze Dynamik, wie man Medikamente herstellt und wie man sie verkauft, simuliert bekommt. Aber ist eher so ein Automationsspiel und so. Sowas machen die auch. Developer von Democracy 4, das ist Cliff Harris. Faszinierender Typ auf jeden Fall. Ja, genau. Cliff ist eine totale One-Man-Show, wird gerade schon im Chat gesagt. Ist auf jeden Fall, und er ist total dabei. Ich dachte, ich spreche mit irgendjemandem von der Presseabteilung. Also ich habe die angemailt und Cliff hat persönlich zurückgeschrieben und dann ist mir erst aufgegangen, dass das der Typ ist, der das Ding hier auch baut. Ich habe eine Playlist auf YouTube gemacht mit unserem bisherigen Spiel von Democracy 3. Was wir da mit Frankreich alles angestellt haben. Ja, und Romy, jetzt würde ich sagen, ich habe es mir auch noch nicht angeguckt. Das Tutorial ist an. Das heißt, wir werden so ein bisschen durchgeführt. Ich habe ein bisschen gehört, dass einiges ein bisschen anders dargestellt werden soll. Aber die Spielprinzipien sind wohl dieselben, wie wir sie schon von 3 kennen. Also mit der Darstellung von den Sachen. Romy, hilf mir ruhig ein bisschen. Ich bemühe mich, Sachen on the fly zu übersetzen, aber gerade mit politischen Termini brauche ich vielleicht hier und da mal deine Hilfe, weil das Spiel ist in der Alpha-Version und im Moment nur auf Englisch, aber ab Herbst soll es auch ganz viele Sprachen geben. Ich hoffe, ich kann unterstützen. Ich muss ja an der Stelle sagen, ich hoffe, weil es ja eine englische Version ist und ich nicht überall genau weiß, ob das der richtige Terminus ist. Das ist nicht so schlimm. Ich habe einfach mein Telefon an der Seite liegen, zweifelsversucht. Alles klar. Aber ich gehe davon aus, dass so wird. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal ein New Game und die Firma Positech sitzt in England. Dementsprechend gibt es für die Alpha-Version im Moment nur United Kingdom. Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland besteht eigentlich aus 4 Ländern. England, Schottland, Wales und Nordirland. Die UK ist eine konstitutionelle Monarchie. Im Prinzip heißt das, dass die Monarchie nur ein Symbol ist. Das Staatsoberhaupt ist die Königin oder die Queen, könnte man auch sagen. Aber das Land ist regiert vom Prime Minister. Definiert als jemand, der die Mehrheit im House of Commons hinter sich hat. Was eine gewählte Kammer ist. Und, ja, und eine zweite ungewählte Kammer ist das House of Lords und exists to scrutinize legislation.
Achso, um Gesetzgebung abzusegnen. Mhm. Ja. Okay, ja, England hat, hier ist so ein bisschen Statistik, das finde ich irgendwie ganz passend. Eine Bevölkerung von 65,1 Millionen, Stand Juli 2018, 243.000 Quadratkilometer, ist, die Ethnien sind 87% Weiße, 3 Schwarze, 6,9 Asiaten. Innen, Religionen, na, wir gehen jetzt mal gerade, Exports, Cars, Turbojets, Crude Oil, Gold and Medication, finde ich auch spannend. Most popular food, also beliebtestes Essen, Fish and Chips. Hm. Und wealthiest citizen, also der reichste Bürger ist Sir James Dyson. Okay. Dann spielen wir mal. Also, es hat sich was geändert, ganz offensichtlich. Wir sind weg vom Zwei-Parteien-System. Man kann drei Partys, also drei Parteien anklicken. Das finde ich eigentlich schön. The Romians. Ich finde, wir sollten noch irgendwo einen. Bist du dir sicher, dass wir das so tun sollten? Ja. Na gut. Ich habe sowieso keinen besseren Vorschlag, also bitte. Okay, und dann wähle ich jetzt hier einfach mal wild. Ich mache die Augen zu und scrolle hier durch. The Natural Law Party, also das natürliche, das naturgegebene Gesetz. Naturrecht. Ja. Und The United Republicans, also die Vereinigten Republikaner. Ja. Ich bin gespannt. Ja, Hurricanes and Earthquakes passt jetzt nicht wirklich zu UK. Also Wirbelstürme und Erdbeben, Compulsory Voting, also verpflichtendes Wählen, passt auch nicht. Ich denke, er hat die Option da drin gelassen, damit man ein paar Szenarien mal durchmachen kann. Ich ändere jetzt hier dran nichts. Ich würde noch ergänzen. Er kann das auch drin gelassen haben, falls es eine Australien-Version geben sollte. In Australien gibt es eine Wahlpflicht. Ja, okay, natürlich. Also es gibt Länder, in denen gibt es eine Wahlpflicht. Und da kann man auch sehr, sehr lange und sehr kontrovers darüber diskutieren, ob Wahlrecht oder Wahlpflicht und wer denn da eigentlich wählen gehen darf oder nicht. Mhm. Aber ich glaube, in Deutschland können wir erstmal mit dem Wahlalter ab 16. Das kann man erstmal ausdiskutieren. Aber nicht jetzt. Damit beschäftigst du dich gerade? Nicht gerade. Also nö, das gehört zu den Sachen, die einerseits gerade medial diskutiert werden. Und auf der anderen Seite arbeite ich natürlich auch mit Jugendvertretungen in den Kommunen. Und da wird die Debatte immer wieder aufgemacht. Wann dürfen sie wählen? Und warum eigentlich? Ja, kann ich auch irgendwie verstehen. Ich denke, wir werden auch hierbei bestimmt auf diese Frage wieder treffen. Das sind wir ja auch, als wir Democracy 3 angespielt haben. Ich lasse diese Sachen hier jetzt erstmal so. Ich glaube, wenn man einmal ein bisschen was gemacht hat, dann kriegt man ein Gefühl dafür, ob man an der Schwierigkeit was hochstellen kann. Also ich habe mit diesen Sachen noch nicht gespielt, deswegen lasse ich das erstmal so. Willkommen bei Demokratie 4. Du hast deine erste Amtszeit als Prime Minister gestartet und ich als Chief of Staff, also Stabschef, bin hier, um dir zu erklären, wie die Dinge funktionieren. Ja, also das Tutorial, ich werde nicht alles versuchen on the fly fortzusetzen, aber es wird auf jeden Fall, ich lasse es auf jeden Fall mal drin, damit ich auch nichts Wichtiges verpasse. Ja, hier erstmal eine Congratulations on your election victory, also herzlichen Glückwunsch zum Wahlsieg. Willkommen im neuen Job als Premierminister. Das Leben von 63 Millionen Bürgern ist nun in deinen Händen. Du kannst dir vorstellen, da gibt es eine große Anzahl an Situationen und Sorgen, um die du dich kümmern musst, und zwar so schnell wie möglich. Während du ein Auge auf auf die Langzeitentwicklung oder Verbesserung der Lebensqualität unserer Bürger legst. Und
Vergess nicht, dass du eine Wiederwahl in 5 Jahren vor dir hast. So, also musst du dir die Meinungsumfragen und auch die Parteimitgliedschaften im Auge behalten. Viel Glück. So, wir haben Bruttoinlandsprodukt, sind wir so mittel. Health geht so, also Gesundheit, Schulwesen oder Bildung. Bisschen höher, Unemployment ist krass, Crime ist hoch, Poverty ist hoch. Also bei dieser Wahl hat deine Party, hat deine Partei mit einer Mehrheit von 10% gewonnen. Das gibt dir einiges an politischer Macht, um deine Gesetzesvorhaben umzusetzen. Dann fangen wir mal an. Oh, man sieht schon, der Hauptbildschirm hat sich durchaus ein bisschen geändert. Ja, das weiß ich schon. Hier, wir haben nicht mehr in der Mitte unsere verschiedenen Gruppen, sondern die befinden sich jetzt hier links am Rand. Das finde ich ganz spannend. Okay. Hier sind unsere verschiedenen Gesetze und Politiken. Hier sind blaue Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Ich brauche einen größeren Bildschirm. Hier sind rote Dinge, die uns gerade vor ein Problem stellen. Also wir haben jetzt hier mal 6 Herausforderungen, meine Fresse. Okay, wir gucken uns mal eine besondere Gruppe an. Okay, schöne neue Abbildung und schöne neue Grafiken. Ja, also das ist eine bestimmte Wählergruppe. Mit ihren eigenen Meinungen, Prioritäten und die Einkommensteuer, das war schon immer so, wir sind hier bei den mittleren Einkommen, das hatten wir auch letztes Mal, gerade diese Gruppe, da hatten wir immer Schwierigkeiten, weil die Meinung bei denen nicht so doll war, weil Income Tax, also Einkommensteuer, hat ihre Meinung wirklich gewaltig nach unten gezogen, so ist es hier auch. Erbschaftssteuer und Property ist Grundstück. Grundsteuer, genau. Das ist neu. Ich glaube, also stimmt, Grundsteuer. Oder Erbschaftssteuer kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich wette, doch, Erbschaftssteuer hatten wir auf jeden Fall. Ja, okay. Dann. Wir haben uns darüber nicht länger unterhalten. Nee, und jetzt möchte er. Hatten wir nicht. Besonders, weil wir ja immer in der Situation waren. Ich wollte ein, zwei Mal die Erbschaftssteuer anfassen, aber wir hatten immer das Problem, dass uns anfing, die Industrie wegzulaufen. Das war halt tatsächlich ein Problem. Ja. Romy, es gibt eine Frage an dich. Gibt es Hintergründe zu den Wahlperiodenzeiten? Also, warum manchmal 4 oder 5 oder andere Jahresanzahlen? Die einfachste Antwort wäre, es ist nur die Gewohnheit. Das läuft oder das macht man hier so. In Deutschland haben wir unterschiedliche Wahlperioden, die auch teilweise so miteinander abgestimmt sind, dass es nicht parallel ist, sondern immer wieder versetzt. Also das ist in jedem Land ein bisschen unterschiedlich. Ich wüsste nicht, dass es irgendwas unter 4 Jahre gibt, aber da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Dazu kommen dann immer noch so Fragen, ob man wieder gewählt werden darf oder nicht. Und auch noch so eine Frage von politischer Kultur ist der Wochentag, an dem gewählt wird. Also wir kennen das ja immer, dass wir sonntags zur Wahl gehen. Bei uns in der Familie war das noch so ein richtiger Wahlakt, mit wir ziehen uns ordentlich an und gehen dann gemeinsam zum Sonntagsspaziergang und so. In anderen Staaten ist es gänzlich anders, da ist es unter der Woche, weil niemand davon einer wählen gehen möchte. Wir haben sonntags, als ich studiert habe in Bielefeld, haben wir mit unserer WG das öfters gemacht, dass wir sonntags morgens als die Wahllokale um 10 aufgemacht haben, sind wir um 10 direkt wählen gegangen und haben dann unsere Teilnahme am demokratischen Prozess mit einem ausladenden Brunch und meistens mit Alkohol gefeiert. Studentenzeit. Wir haben das genauso gemacht. Das hörte auch nach
dem Ende des Studiums nicht auf, und zwar nur der Nachmittag. Also okay. Nach dem Mittag gehen. Und das ist ja das Schöne, finde ich ja so am Wahlgang zumindest, in meinem Beruf führt man schriftständig irgendwen im Wahllokal. Also auch so Leute, die ich ganz lange nicht gesehen habe. Man ist dann ganz groß und da wird da gequatscht und wir treffen uns in der Regel auch nach dem Wählen immer noch mit Freunden und gehen was essen oder trinken. Ja. Also wir sind jetzt hier bei der Einkommensteuer. Das ist das, was wir auch schon kennen. Also hier sind, das ist nicht das, was, doch, das sind die Meinungen, wie sich das auswirkt. Also wenn wir sie erhöhen oder erniedrigen, dann glaube ich, möchte dieses Tutorial nicht haben. Ich glaube, wir werden die Sachen schon herausfinden. Zur Not kann man es immer noch zurücksetzen. Also, was ich jetzt gerade schon gesehen habe, wir waren jetzt gerade hier bei der Einkommensteuer. Und was ich gesehen habe, ist, dass man für kleine Erhöhungen oder Erniedrigungen weniger politischen Einfluss braucht als für große. Hier ist so eine Faust darüber, 9, und wenn ich einen höher gehe, dann wird es 18, und wenn ich hier in den roten Bereich reinkomme, dann, also über 25% Erhöhung, dann brauche ich 36 politischen Einfluss. Wenn ich runtergehe, brauche ich auch für eine stärkere Absenkung mehr politischen Einfluss. Das finde ich ganz spannend, dass das davon abhängig gemacht wurde. Und ich finde es auch schöner, dass es direkt da angezeigt wird, wie teuer das dann ist. Also genau, und wie sich auch die unterschiedlichen Gruppen auswirkt. Wir haben ja so ein bisschen spekulieren müssen bei Democracy 3, wie sich manches auswirken könnte. Und hier haben wir nochmal alles schön in der Übersicht. Und so aber ein bisschen gestattet. Ja, aber da war es auch schon so. Ja, und ich fand es nicht so schön. Okay. Nicht so üblich. Oh. Das ist ein. Ich finde die Darstellung so auch jetzt tatsächlich schöner. Okay. Was auch neu ist, was mir jetzt eben auch so aufgefallen ist, wir haben unsere verschiedenen Minister auch direkt hier in den verschiedenen Bereichen sitzen. Also hier ist Recht und Ordnung. Da haben wir dann eine Ministerin und da würde ich jetzt einfach mal drauf gucken. Religiöse und Konservative ist ihre Gruppe und ihre Loyalty ist relativ hoch. Das heißt, sie gibt uns ganz gut was an Kapital. 2,1 ist jetzt nicht so schlecht. Hier bei ihr. Das ist Transport, also Transport, Kirsten Alexander. Die Loyalty ist ein bisschen runter und da ist auch das politische Kapital, was wir von ihr kriegen, runter. Und das erkennt man auch, weil der Hintergrund gelb ist. Das heißt also, wo es gelb ist, ist die Loyalität nicht so doll. Beim Grünen hier ist es mehr, da ist die Loyalität hoch. Und wir kriegen jetzt nicht mehr so viel politischen Einfluss anscheinend von den Ministern, so wie es aussieht. 1,2, weil wir in Democracy 3 haben wir irgendwie 4,5 oder also 5 war das Maximum, glaube ich. Naja, also Welfare, also Wohlfahrt. Die Sektoren haben sich nicht geändert, aber ich finde es nett, dass es jetzt irgendwie so angeordnet ist. Aber wir können uns jetzt mal den Problemen, also wir haben ja einiges, was rot ist. Warte. Ja. Ich habe mal noch eine Frage. Das ist auch nochmal, danke Bosti für die Frage im Chat. Jetzt habe ich es mir angeguckt, stimmt, ich verstehe es auch nicht. Hier gibt es so einige Bereiche, die sind grün und rot. Manche sind manche groß gestrichelt, manche klein gestrichelt, manche gar nicht. Also weißt du, was das bedeutet? Nee, aber ich würde jetzt einfach mal draufklicken. Ich würde sagen, das ist der Bereich, wie wir die Sachen noch justieren können. Das gibt uns ein Feedback darüber, wo wir jetzt gerade die Einkommensteuer haben. Ist ein bisschen schwer zu lesen, glaube ich, aber wenn ich jetzt mal draufklicke, wir sind hier bei 41 und wir können nach oben gehen, so. Also das ist dann irgendwie noch, das war schon krass, aber hier wird dann ein Bereich, der sehr, sehr teuer ist. Also es ist aufgeschlüsselt, nachdem wie teuer eine Änderung am unser politisches Kapital kosten wird. Hier in einem kleinen Bereich, also es sagt nicht eine direkte Aussage darüber, also nicht ein direktes Feedback darüber,
wo wir es gerade eingestellt haben, sondern wie eine Änderung sich auswirkt. Hier, ohne es jetzt gesehen zu haben, was haben wir hier? Das müsste, genau, der staatliche Gesundheitsprogramm oder ja, staatliche Kranken, ihr wisst schon. Da würde ich jetzt schätzen, dass das irgendwo in der Mitte ist und das sowohl es abzusenken, ins Maximum rein, sehr viel politisches Kapital kostet, genauso wie es krass zu erhöhen, aber das kleinschrittig möglich ist. Und so ist es hier unten auch. Also hier der Balken, wo man das einstellen kann, beide Enden sind rot. Das heißt, wenn ich es runtersetze, brauche ich sehr viel politisches Kapital. Wenn ich es ganz hoch setze, brauche ich sehr viel politisches Kapital. Im Gegensatz zu, wo ich jetzt hier mal nur sowas habe, das ist Payroll Tax. Lohnsteuer. Ja. Also wenn du angestellt bist, zumindest war das früher so, kenn ich es ja nicht mehr, bezahlst du doch jeden Monat deine Lohnsteuerabgaben. Ja. Und wenn du deine Einkommenssteuererklärung machst, wo ja dann alle deine unterschiedlichen Einkommensformen, je nachdem, manche Menschen verdienen ja auch noch irgendwie mit Miete oder mit Aktien oder sonst irgendwas Geld, das kommt dann zusammen. Dann alle Ausgaben, die man geltend machen kann und das, was dann unterm Strich bei rauskommt, müsste doch dann eigentlich das Einkommen sein. Alles klar. Okay. Ja, und so wie es aussieht, ist es, wenn hier alles grün ist, wir können da krass was dran tun, aber hochzusetzen, Maximum ist halt, kostet uns nur 10 politischen Einfluss und das Ganze runterzusetzen kostet nur 6. Das heißt, es gibt uns eine Information darüber, was wir machen können. Und ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, grün heißt, wir können uns das leisten und rot heißt, wir können es uns nicht leisten. Das heißt, es gibt uns nicht direkt einen Status darüber, aber hier, wir können es ganz runtersetzen, aber wir haben keine 36 politischen Einfluss, aber das hier können wir uns alles leisten. Das ist also eine Möglichkeit, dass wir direkt auf einen Blick sehen, welche Sachen können wir jetzt noch anfassen und wo haben wir nicht mehr genug politisches Kapital für. Da muss man nicht überall reingehen und suchen. Ja, das finde ich sehr praktisch. Ja. Im Vergleich zum letzten Mal. Ja, auf jeden Fall. Gut. Du bist jetzt, guckst du gleich die Probleme an oder wollen wir oben die Funktionsleisten irgendwie nochmal durchgehen oder machen wir das on the fly? Wir können mal von links oben hier einmal durchgehen. Also wir haben unser Einkommen. Ja, wieder so schön aufgeschlüsselt. Hier ist wieder unser Tutorial Man. Ja, okay. Einkommensteuer und Lohnsteuer. Ich glaube, in Democracy 3 war das. Hatten wir keine Lohnsteuer in dem Sinne, sondern tatsächlich nur eine Einkommensteuer. Aber ich kann mich auch irren. Vergleichen wir es nicht immer damit, gucken wir uns das an, was wir hier haben. Aber ich finde es grafischer, also es ist grafisch schöner dargestellt mit diesen verschiedenen und dass der Kuchen so ein bisschen explodiert, ist auf jeden Fall, die Liste hat einen erschlagen beim anderen, finde ich. Mhm. Okay, hier ist es immer noch viel, aber es ist tatsächlich ein bisschen übersichtlicher. Also das mit den grauen Sachen dahinter, weil das war bei dem anderen nicht. Also das finde ich ganz gut. Und ja, also hier ist die Weltwirtschaft. Sie ist gerade ein klein wenig am Absinken. Aber noch haben wir hier nichts gemacht. Das ist unser Einkommen. Ausgaben hatten wir jetzt gerade schon auch uns durchgeklickt. Ausgaben. Wir sind bei einem Defizit. Ja, also da kommen wir auf den Graphen. Defizit ist hier dann, müssen es übersetzen, hier steht überall Billion. Das heißt auf Deutsch Milliarden. Und unsere Schulden sind Englisch Trilliarden, Billionen. Achso, da kommen wir wieder auf den Graphen. Okay. Hier oben haben wir unsere Zeit. Jede Runde dauert 3 Monate. Dieser Balken zeigt den Fortschritt bis zur nächsten Wahl. Und das sind 20 Runden, also 5 Jahre. Mhm. Im Moment ist er nicht und er wird sich dann wahrscheinlich weiß füllen oder so. Hier oben haben wir, schätze ich mal, Intelligence, also quasi Sachen aus dem Nachrichtendienst.
Im Moment scheint uns niemand zu bedrohen. Also wir haben hier militante Gruppen, die eventuell eine Pistole davor, so war es bei den anderen Spielen auch, die eventuell einen Anschlag auf uns vollführen wollen. Die hier, die machen Stimmung. Und die hier unten können uns auch gefährlich werden. Und hier haben wir Security, Effectiveness, Ineffective. Weiß ich nicht. Also hier sind verschiedene Sachen, wie gut diese Statistik, also wie gut diese Aufklärung über diese einzelnen Gruppen ist, wird von diesen ganzen Sachen beeinflusst. Das war beim anderen auch schon so. Wir haben dann nie so richtig drauf geguckt, weil wir hatten dann sehr schnell hohe Umfragewerte. Ich bin gespannt, ob das hier auch so sein wird. Ich befürchte nicht. Und unser Schuldenberg ist auch viel höher. Und außerdem haben wir jetzt drei Parteien. Das wird auch nochmal schön. Ja, ich bin schon sehr gespannt darauf, wie das funktioniert. Also im Trailer haben wir uns ja letzte Woche angeguckt. Da gibt es auch die Möglichkeit zu koalieren. Das heißt also, wir werden dann eventuell wahrscheinlich hier Minister von einer anderen Partei haben und dann eventuell vielleicht nicht direkt Gesetze anfassen können. Ich weiß es nicht, wie das dann geregelt ist. Immer diese Demokratie, Aushandlungsprozesse und so. Tja, ja. Im Chat gerade ist wie bei uns, ein ineffektiver Geheimdienst ist der beste Schutz der Bürger. Ja. Kommt drauf an, wenn die anderen Geheimdienste verdammt effektiv sind, fände ich es ziemlich cool, wenn unser Geheimdienst effektiver wäre. Ja, mal abgesehen davon ist der Geheimdienst ja eigentlich auch für das Ausland bestimmt und nicht für innen. Deswegen finde ich das ganz spannend. Eine Intelligence Service ist. Kann auch Inlandsgeheimdienst sein, ne? Genau. Es gibt ja unterschiedlichste Varianten. Und da sich die Technik und die Methoden ja auch unterscheiden und die Zuständigkeiten. Solange das alles rechtsstaatlich überwacht ist und vorher von einem Richter freigegeben wurde, kann man da gerne weiter. So, hier das nächste. Ich kann hier dran rumklicken. Oh, das ist schön. Ich kann die Größe einstellen, je nachdem, wie viel Geld wir dafür ausgeben. Das ist spannend. Weighted, also gewichtet, wie wichtig das ist. Weiß ich nicht, woran das gewichtet wird, aber das finde ich schön. Wert. Wahrscheinlich Wert, wie sehr es einen Einfluss auf bestimmte Wählergruppen hat, oder? Nee, das kann nicht sein. Dann wäre die Einkommen Wert. Einfluss. Oh. Das Bruttoinlandsprodukt ist krass. Popularität. Oh, das ist auch spannend. Man kann sich dann angucken, was positiv, was negativ ist, was Popularität angeht. Ja, hier der Sektor mit den Steuern ist kein einziges Grünes dabei. Aber das finde ich spannend. Also gerade das hier, wie viel Geld wir ausgeben, weiß ich, das... Es beeinflusst ja auch immer so ein bisschen die politischen Debatten, je nachdem, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Also und da ist es ganz gut, gucken wir gerade aus der Perspektive der Finanzierung oder gucken wir aus der Perspektive der Popularität oder wie auch immer, um dann wirklich eine hoffentlich gute Entscheidung treffen zu können. Es bringt auch nichts, wenn man irgendwas macht und man es den Menschen nicht verkaufen kann. Und insofern ist das, glaube ich, ein schönes Feature im Vergleich zur Democracy 3. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir werden oft diesen Knopf hier andrücken und dann mal zwischen der Beliebtheit und den Finanzen. Ich lasse es jetzt erstmal auf Weighted, so wie es am Anfang war. Hier haben wir nochmal Voting Intentions. Wir haben im Moment 54,7% Zustimmung. Mhm. Oh, das ist auch neu.
dass wir hier verfügbares Einkommen haben, dass wir hier von arm bis sehr reich, dass wir da mal so einen Grafen haben. Und das wird sich anscheinend... Ist das hier? Oh, wir können uns Sachen angucken. Ja, und sogar mit den jeweils dazugehörigen Menschen. Oh Gott. Wir fangen nie an zu spielen. Wir gucken uns das jetzt drei Stunden an. Naja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil bei all den Features, die das hier gibt, habe ich keinen Eindruck, wir brauchen einen verdammt guten Plan, wenn wir hier nicht durchdrehen wollen bei dem Spiel. Ja, das stimmt. Mein Ansatz bei sowas ist, weil es nur ein Spiel ist, erstmal reinschmeißen und dann sich um die Probleme kümmern, wie es kommt. Und in der zweiten Runde ist man dann ein Stück schlauer. Das geht halt in der normalen Politik nicht. Hier geht das, aber das ist auch so die Mentalität eines Wissenschaftlers. Ich baue ein Experiment und schalte bestimmte Teile aus und beurteile daran, wie Dinge kaputt gehen, wie das System an sich funktioniert. Aber wir können halt Länder nicht auf Start setzen. Das stimmt. Das Interessante ist auch, dass meine Herangehensweise nur so ein Stück weit, also nicht viel anders ist. Ich gucke mir halt erstmal alles an und mache mir dann einen Plan und dann geht's los. Also ich bin auch völlig fein damit, hier so ein bisschen rumzugucken. Also das ist auf jeden Fall, ich möchte jetzt hier mal einmal auf Show Details. Okay, wir können dann tatsächlich in die Fokusgruppen, die hier dann als nächstes kommen, rübergehen. Votertypen. Ah, das ist diese Aufschlüsselung. Ja, ich soll den drücken. Danke. Das ist diese Aufschlüsselung, die wir schon hatten, die wir auch schon kennen. Das ist auch spannend. Wir haben hier Werte für Zynismus und Übereinstimmung. Auch interessant. Oh, die Eltern sind mal unter den Kapitalisten. Ich bin gespannt. Okay, in England ist die Situation auch eine andere. Wir haben das letzte Mal Frankreich gehabt. Mhm. Das ist, glaube ich, was anderes. Und hier haben wir dann wirklich die Fokusgruppen. Und wir können hier neu würfeln und uns die dann einzeln angucken. Das ist auch das Artwork gefällt mir. Die Leute. Okay, und hier ist es dann nochmal anders dargestellt. Also, diese eine Person vereint auf sich, quasi gehört voll zur, unterm Einfluss der Armen. Also, sie gehört zu 100% zu den Armen, gehört zu 100% zu jedem, aber damit, das gilt für alle. Aber 80% gehört sie zu den Pendlern, 61% zu den Kapitalisten, 59% zu den Konservativen, 58% zu den Selbstständigen, 41% zu den Liberalen und 39% zu den Sozialisten. Finde ich spannend. Also das ist das, aber ich meine, so ist es ja. Das ist eine Zusammensetzung. Ja, das ist eine krasse Zusammensetzung. Ich guck mal, was. Ne, es geht, also jeder trägt so eine Seite von allen diesen Sachen in sich. Gut, hier haben wir jemanden, der gehört zum mittleren Einkommen, aber auch zu den Armen. Ich glaube, man kann sich das gut, ich würde, ne, also zu den Armen zu 61% und zu den mittleren Einkommen 39%. Obere, untere Unterschicht? Oder so an der. Wahrscheinlich eher die untere, also schon, ich würde über Einkommensgrenzen reden eher. Ja, ja. Aber das kann man ja gut damit abbilden, indem man diese Regler quasi von mittlere Einkommen und arm, also es gibt ja irgendwie arm, mittlere Einkommen und reich. Reich kommt hier nicht drin vor und mittlere Einkommen und Arme sind halt so gewichtet, dass man eine Einkommensstufe einordnet quasi, ne? Ja.
könnte man so, das ist jetzt halt einmal rückwärts gerechnet, wenn man die Einkommensstufen ja. sagt, wo sortiert man sie ein, wenn man keine Zahl gibt, wie viel sie verdient, sondern wo sie im Vergleich zu mittlerer Einkommen und arm ist, dann wäre das eine interessante Sache. Also hier kann man wirklich viel ablesen. Es ist auch echt schön aufbereitet. So. Changes. Ah ja, okay. Wir haben noch, also Veränderungen. Wir haben noch keine Veränderungen gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich, werden wir jetzt auch drüber sprechen müssen, der Kompass. Da haben wir, also hier haben wir auch unsere Fokusgruppen. Aber was spannend ist, ist, im Hintergrund sieht man Politiker. Donald Trump, Ronald Reagan, Wladimir Putin, Margaret Thatcher, George W. Bush, Barack Obama, Robert Mugabe. Das war irgendein Diktator, oder? Nee. Mhm. Ja, ja. Diktator in Afrika, in, ne? In einem afrikanischen Staat, den ich jetzt allerdings nicht weiß. Das können wir doch... Wo habe ich denn... Ich hab mein Tyrannenquartett gerade nicht griffbereit. Josef Stalin, Saddam Hussein, Lenin, um Gottes Willen. Jeremy Corbyn ist hier unten bei den liberalen Sozialisten. Mhm. Ayn Rand sagt mir auch nichts. Zimbabwe, danke Lindwurm. Ich hab's auch gerade gefunden, jetzt müsste doch nach Ayn Rand so. Ja. Ja, aber das ist, und hier haben wir jetzt auch mal in unser Spektrum einsortiert, wo verschiedene Wählergruppen, die wir hier oben gemacht haben, ne? Also wenn ich die neu würfle, werden wahrscheinlich, also hier werden die auch einsortiert, was ich sehr spannend finde, wo sich unser Feld bewegt. Also die Trennung liberale, konservative, wenn man die Projektionen auf die einzelnen Achsen sich anguckt, dann ist es halt eher ein wenig liberal und eher ein bisschen kapitalistisch, so wie das Feld sich darstellt. Man kann hier so viel Spaß mit Graphen haben. Ja, ich wäre interessiert daran, ob man die Graphen nicht irgendwann auch exportieren könnte. Ich würde, für die ein oder andere Präsentation wäre das sicherlich lustig. Ah, und hier oben... Show Voters? Ah, die kann ich an- und ausmachen. Und wir sind im Moment da. Und ich kann die Politiker an- und ausmachen. Okay. Guck mal, da ist auch Angela Merkel. Oh. Angela Merkel. Kapitalisten. Ja, neben David Cameron. David Cameron, Tony Blair. Bill Clinton, Bernie Sanders. Spannend. Bernie Sanders ist so weit in im Vergleich zu Jeremy Corbyn. Okay. Augenscheinlich. Wahrscheinlich. So, das sind die Graphen, die wir haben. Augenscheinlich. Bitte? Ich weiß nicht, woran wir das gemessen haben. Weil der eine war niemals Chef einer Regierung. Wir haben da nur Aussagen oder vielleicht irgendwelche, also bei Bernie Sanders beispielsweise, Sachen, die er im Senat gesagt hat, Wahlkampfgeschichten. Aber wo er jetzt, ich weiß nicht, woran sie das messen. Das wäre auch interessant. Ich meine, als Senator hat er ja Gesetzgebung gemacht, aber als Senator kann er ja nicht so viele Umstrukturierungssachen machen, wie er vorhat. Ja, vor allem müsste man gucken, wie viele Gesetzesentwürfe er in seinen vielen Jahrzehnten im Senat hatte und müsste sich generell seine politischen Positionen nochmal anschauen. Hm. Ob der wirklich dort an der Stelle steht. Sieht ein bisschen mehr nach Gefühl aus. Ich traue aber den MacherInnen des Spiels auch zu, dass da mehr drin steckt als Bauchgefühl. Ja, ich gucke auch gerade mal in den Chat. Hallo Remote erstmal. Und Horst, die sagt gerade, sieht aus wie die Karte, die neulich von einer Schweizer Forschergruppe rumging. Ging da eher von Antworten aus 10 Fragen zu den 2 Dimensionen. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Es wäre spannend.
Das Ding hier ist Alpha. Ich glaube, ich mache mir mal. Ich fange mir mal an, Notizen zu machen. Was man mal vorschlagen kann. Was wir ihn alles fragen können. Ja, ich glaube, er dreht durch, wenn ich ihm Detailfragen stelle, weil ich es mal im Stream angespielt habe. Aber wer weiß, wozu es gut ist. Aber das ist aber vielleicht auch als Gedankenstütze für uns, wenn wir nochmal drüber sprechen. Und vielleicht stolpern wir auch über das ein oder andere. Financial, okay, da waren wir eben schon drin. Das ist Finanzen. Hier oben müssten die neuen Politiken sein. Oh, das sieht auch schön aus. Da gucken wir gleich mal rein. Das machen wir wieder zu. Hier haben wir Achievements. Nix, weil wir haben noch nichts gemacht. Aber wir gucken uns voller Freude alles an. Hier haben wir unser Kabinett. Ja, ja. Also, das ist dieselbe Geschichte, wie wir das bei dem anderen auch hatten. Wir haben hier die verschiedenen Minister und können einmal komplett feuern. Kostet uns 10 Einfluss. Und dann hoffen, dass wir hier, wie viel Kapital sie uns jeweils bringen, austauschen können. Wenn wir mal auf die potenziellen Minister gucken. Ja, es sieht so aus, als ob die, als ob das runtergegangen ist, was man so an politischem Einfluss bekommen kann. Ich sehe hier immer so Sachen, das höchste ist 2,1. Spannend. Und einzelne Feuern kostet 3. Das sind ja erst ganz am Anfang. Ja, ja, ja. Ich will hier noch niemanden rauskicken. Das ist unser Kabinett. Das hier sind, genau. Ah, Electioneering. Das ist auch eine Sache, die war in Democracy 3 drin. Die musste ich aber ausmachen. Weil es gibt einen bekannten Bug in dem in Democracy 3, dass dadurch ab einem bestimmten Punkt im Spiel plötzlich die Umfragewerte auf 0 sacken. Null. Und man hat keine Chance, sich davon zu erholen. Weil es irgendwo einen Kommafehler gab und es war dann eine Beton-Null. Also es war dann immer null Umfragewert. The Romians, das sind wir, unsere Umfragewerte. The United Republicans, unsere Opposition und Natural Law Party. 5 und 9, Active Boost to Voter Turnout. Okay. Hier sieht man, wer wen finanziell unterstützt. Das ist auch spannend. Nee, nicht finanziell, sondern so grundsätzlich, wer fanatisch unterstützt. Fanatically. Ach, fanatically. Oh Gott, nicht financially. Es geht nicht immer nur ums Geld, André. Es geht nicht immer ums Geld. Das nächste. Genau, über Wahlkampffinanzierung und so müssen wir dann auch nochmal reden. Da gibt es gerade auch, glaube ich, genug Anlässe. So, ich bin jetzt gespannt, weil Electioneering konnten wir in der alten, bei dem Democracy 3, musste ich halt ausmachen, sonst wäre das irgendwie doof gewesen. Manifesto. Wir können also Wahlversprechen abgeben. Oh, cool. Also Versprechen, die wir nächste Runde machen wollen. Okay, wir können Wahlversprechen tatsächlich, wir haben keine Versprechen, an die wir uns, und anscheinend werden dann, wenn man sich an Sachen nicht hält, werden Sachen bestraft. Das ist spannend. Wie und, im echten Leben. Wie im echten Leben. Ja. Und reden. Okay. Okay, auch nur 3 Runden vor der Wahl kann man auch mal eine Rede halten. Der Satz ist so schön. Concentrate on running the country until then. Ich finde den Satz so schön. Concentrate on running the country until then. Ja. Ja, ne? Schöne Erinnerung. Ein Dreivierteljahr vorher ist Feierabend, weil dann geht's an die Wahl. So wie es aussieht. So, Fundraising, also Geld einsammeln. Ja, die haben mehr Mitglieder und das wird sich halt jetzt auch mit der Zeit erst entwickeln. Das wird sehr wahrscheinlich pro Runde wird sich das entwickeln. Und hier unten haben wir also die Parteispender. Generosity, also Großzügigkeit und Glücklichkeit, Happiness, fröhlich. Zufriedenheit? Zufriedenheit, danke.
Das wird sich wahrscheinlich auch ändern, je nachdem, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Das heißt, hier müssen wir auch drauf gucken. Und Wahrnehmung, vertrauenswürdig sein, wenn man seine Versprechen, also vertrauenswürdig haben wir hier plus 8. Ein starker Führer. Eine starke Führungspersönlichkeit. Führungspersönlichkeit, danke. Okay. Oder compassionate. Begeisterung? Mitfühlend hätte ich jetzt gesagt. Begeisterungsfähigkeit und mitfühlend. Ja. Herzlichkeit. Ja, wie stark ist die, sind wir Großzügig. dabei? Ja, großzügig passt Großzügig, auch nicht. großzügig. Und anscheinend kann man dann hier in dieser Richtung Media-Stunt machen. Spannend. Okay, das heißt, wir müssen hier oben immer mal wieder drauf gucken. Noch mehr Graphen. Ich finde es großartig gerade. Ja. Es gibt ja Menschen, die sagen, Excel, also Tabellenkalkulationsprogramm Excel, gibt es auch als Computerspiel. Das heißt dann EVE Online. Also Spreadsheets in Space. Aber ich finde das unnötig abfällig. Ich bin hier gerade begeistert von, wie die Sachen dargestellt werden. Ich mag gute Datenpräsentation, egal ob es in einem Computerspiel ist oder in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft oder in der Politik. So, und hier haben Absolut, ich wir. mag das, wenn die Sachen schneller schließen. Ja, hier, da kann ich nicht draufklicken. Da weiß ich nicht, was da kommt. Da ist noch nichts hinter dem. Und das hier ist nächste Runde. So, dann haben wir das auch durch. Wir gucken uns gleich die Probleme an. Ich habe hier noch Sachen entdeckt. Ah, guck mal. Ich kann sortieren. Oh. Alphabetisch. Nach. Ja, wonach denn? Zeigt er mir das an? Nee. Ah, nach. Hier sieht man das in den Balken dahinter, wie viele zu dieser Gruppe gehören. Hier alle sind ganz unten. Liberale sind die größte Gruppe, die wir haben. Und dann geht es weiter nach unten. Die Reichen sind die kleinste Gruppe. Das heißt, hier können wir es uns sortieren lassen nach Zugehörigkeit. Das ist auch spannend. Und hier nach Zustimmung. Ich würde mal sagen, ich lasse es mal auf der Einstellung. Wir können auch immer damit rumspielen, aber ich finde, das hier ist irgendwie nach der Größe so. Je weiter oben irgendwas ist, desto weniger hat es direkten Impact auf uns. Das könnte halt spannend sein. So, jetzt gucken wir uns die Probleme an. Ich sehe 8 rote. 8 rote. Fangen wir hier erstmal an. Das kennen wir schon. Ja. Wie heißt es? Ich will immer Unkompetente sagen, aber das heißt es ja nicht. Nicht Nicht wettbewerbsfähig. wettbewerbsfähige Wirtschaft. Da haben wir, das ist wieder das Problem oder die Darstellung. Hier ist der Wert und wir müssen ihn unter den Stopptrigger bringen. Und dieser Zustand hat eine, also wird hierdurch ausgelöst durch die Unternehmenssteuer, also grün heißt hier immer, also plus 10%. Dieser Zustand wird durch die Unternehmenssteuer vergrößert, genau wie durch den Mindestlohn und Lohnsteuer. Es wird abgemildert dadurch, dass unsere Produktivität ist, also minus 24%. Und durch Löhne wird es auch abgefedert. Das heißt, also rot heißt hier, auf dieses Schlechte wirkt das hier schlecht, also ist das was gut ist. Und wir können hier sortieren, was ist das, was am stärksten wirkt. Und nach Namen. Warum sollte man das machen? Naja, aber tatsächlich können wir hier dann sortieren nach dem Wichtigsten. Also,
Das heißt, die Produktivität und die Löhne wirken sich drauf aus, am stärksten draus aus. Und was dadurch folgt, ist, dass die Kapitalisten es doof finden und dass das Bruttoinlandsprodukt um minus 11% verringert wird. Was halt schon krass ist, ne? So, die anderen Sachen sind hier links. Krankenhausüberfüllung. Schlecht. Ja, wir haben nicht genug Krankenhäuser. Also ausgelöst durch den Bedarf an Gesundheitsversorgung. Ausgelöst durch unsere Anzahl, also Bevölkerungsanzahl, und wird abgemildert durch die staatliche Gesundheitsversorgung. Wirkt sich auf, hat im Prinzip nur einen Meinungseinfluss, oder was heißt nur, hat einen Meinungseinfluss auf die Rentner und auf Eltern, jeweils um 50%. Okay, ich sehe... Na gut, ich meine, wie will man Eltern und Senioren dann irgendwie auch erklären, dass sie aufgrund des nicht ausfinanzierten staatlichen Gesundheitswesens ihre eigene Gesundheit gefährden, weil sie nicht ins Krankenhaus kommen? Das ergibt sich mir auch, warum die das nicht so gut finden. Fettleibigkeit? Oh Gott! Oh, schon wieder? Oh. Ja, Fettleibigkeit. Kennen wir vom letzten Mal. Unser Lebensmittelpreis ist hoch. Es wird, also die Fettleibigkeit wird beeinträchtigt davon, dass die Lebensmittelpreise hoch sind. Also wird begünstigt, dass das Bruttoinlandsprodukt hoch ist, Arbeitslosigkeit, die Benutzung von Autos. Die hier ist dann nur drin. Ich glaube, man sieht diesen Graphen gar nicht. Minus 0,0, okay. Da wird wahrscheinlich noch eine Kommastelle, die wir hier nicht sehen, Auswirkungen haben. Gesundheitssystem mildert das ab und die Lebensmittelstandardsagentur oder Behörde. Ja, kennen wir schon. Wirkt sich auf die Gesundheit, auf den Bedarf an Gesundheitsversorgung und kostet das staatliche Gesundheitssystem. Oh. Ja, Atemwegserkrankungen oder chronische Atemwegserkrankungen wahrscheinlich. Kennen wir auch schon. Asthma-Epidemie wurde es übersetzt, glaube ich. Unsere Umwelt tut was dagegen, also the environment, unsere Umwelt, aber es wird begünstigt durch die Benutzung von Autos und Tabakrauchen. Was haben wir hier? Straßenbanden. Okay, wir haben auch ein Kriminalitätsproblem, ganz offensichtlich. Straßenbanden, das ist jetzt... Ah, hier oben wird uns jetzt ein Kostenfaktor eingezeigt. Spannend. 600 Millionen. Und es wirkt sich auf einiges aus. Ghettos. Da will ich mal direkt reingucken. Ah, Ghettos ist ein anderes Problem, was wir hier oben noch haben. Organisiertes Verbrechen. Also, ist spannend, wie die Menschen, die das bauen, ihr Heimatland England sehen. Genau, organisiertes Verbrechen haben wir als Problem. Dann Ghettos, war ich eben schon drauf. Also, Ghettoisierung. Die Straßenbanden wirken direkt darauf ein, aber das haben wir ja gesehen. Also die Straßenbanden sind direkt ein Auslöser davon. Das heißt, wenn wir die Straßenbanden in den Griff bekommen, werden wir dieses Problem wahrscheinlich von alleine loswerden. Das heißt nicht, dass wir nicht hier... Ja? Ich will nur ergänzen, wie du zum nächsten kommst, ich will nur ergänzen, dass die Ghettoisierung hier auch sehr viel mit, ich zitiere, von different racial groups zu tun hat. Das heißt, dort müssten wir auch diesen ganzen Bereich Diskriminierung und Gleichberechtigung nochmal mit anpassen. Also ja. Es ist nicht nur Kriminalität, sondern eben auch noch der soziale Aspekt. Ja, Alkoholmissbrauch. Ja. Hatten wir das letzte Mal auch schon, oder?
Nee, Alkoholmissbrauch hatten wir, glaube ich, nicht. Ja, also wir haben einiges an Problemen. Jetzt wäre es total gut, nochmal zu wissen, warum uns die Wählerinnen und Wähler denn überhaupt gewählt haben. Also was so und wer noch wer unsere Wählergruppe ist, um diese ersten Probleme so ein bisschen angehen zu können. Okay. Hier haben wir unsere Zustimmungswerte. Die Armen haben uns gewählt. Zu einem sehr, sehr hohen Anteil. Ich weiß jetzt nicht, wo man das hier, also hier wird dann direkt kein Wert angezeigt, wie hoch, aber vor allem wurden wir von den Armen gewählt. Die zwei, die nächste ist das nicht, das ist jetzt nicht so einfach zu sehen. Ich glaube, ja, die Armen und Rentner haben uns gewählt. Dann Liberale und Umweltschützer sind ganz mit oben dabei, Sozialisten. Und die staatlichen Angestellten. Farmers eher so Mittel. Und ja, also die Zustimmungswerte. Kann man daraus ein Bild machen? Das frage ich mich auch gerade so ein bisschen. Vor allem auch, woran wir uns orientieren wollen im Spiel. Wollen wir es eher so machen, dass wir versuchen, so gut wie möglich das aufzugreifen, was diese drei, vier, fünf obersten Gruppen so wollen? Oder wollen wir eher sagen, nee, wir versuchen, so viele Leute wie möglich wieder oder zu uns zu holen, zu überzeugen, damit wir so eine Idee haben, welche politischen Entscheidungen wir angehen. Ja, also wir haben halt nichts aus unserer Wahl mitgebracht quasi. Wir sind blind. Wir wissen nicht, wie unsere Wahl gelaufen ist, weil das wird auch gerade im Chat gefragt. Nee, wir haben keine Ja, Wahlversprechen sicher. gegeben. Ne? Wir haben keine Wahlversprechen gegeben oder so. Ich hätte jetzt Wir ge wurden einfach so gewählt. Ja. Ja, also mein Vorgehen hierfür wäre, wir gucken uns die dringendsten Probleme an. Und die Probleme sind hier rot gekennzeichnet, aber das heißt ja auch nur, dass sie zusätzliche Kosten verursachen. Beispielsweise Alkoholmissbrauch kosten 2,3 Milliarden Pfund. Oder halt organisierte Kriminalität nicht so viel, aber Auswirkungen auf Kriminalität und Gewaltverbrechen. Also es geht mir so ein Stück, wir haben nicht so wahnsinnig viel, also wenn ich oben mal auf unser Einkommen gucke, unsere Ausgaben, aber vor allem auch auf den Schuldenberg, habe ich den Eindruck, dass es gut wäre, wenn wir so eine grobe Richtung hätten für den Anfang. Ob wir jetzt sagen, wir tun was für die Umwelt oder wir versuchen erstmal unser Bruttoinlandsprodukt irgendwie vorwärts zu bringen, was auch immer. Aber dass wir so ein Stück zentriert einen Bereich nach dem anderen abarbeiten. Es könnte sein, dass wir am Anfang eher die großen Brocken angehen müssen als die vielen kleinen. Das weiß ich aber nicht. Ja, also ich würde sagen, ich finde es eigentlich eine schöne Sache, dass du das mit dem Geld ansprichst. Wir könnten erstmal gucken, dass wir den Haushalt saniert kriegen. Weil wenn wir dann kein Defizit mehr haben und der Schuldenberg geringer wird, dann haben wir auch plötzlich wieder Geld in der Hand, um Maßnahmen zu treffen. Genau. Weil jetzt müssten wir halt im Endeffekt nur entscheiden, ob wir dieses Geld versuchen zu verdienen, indem wir beispielsweise so Sachen machen wie Einkommensteuer erhöhen. Das ist ja so eins der klassischen Mittel, wie verdient Staat Geld über diesen Weg. Oder ob wir sagen, das Geld, was wir ausgeben, investieren wir so, dass wir im Nachgang in 10 Runden oder sowas wieder Geld haben, wie wir das beim letzten Mal hatten mit Wirtschaftsförderung und so beispielsweise. Ja. Ich habe jetzt meine erste Assoziation wäre jetzt gewesen, es gibt noch einen dritten Weg, nämlich wir könnten uns angucken, wie können wir aus unseren Problemen Geld machen. Und da würde ich einfach sagen, wie ist denn unsere Gesetzgebung zum Alkohol und wollen wir nicht da einfach die Steuern für Alkohol hochziehen? Wäre Für jetzt unser erstmal, Argument weil wir haben da ein Problem und wir. letztens. Das war unsere Argumentation letztens bei der Freigabe von Freizeitdrogen, richtig? Und sie freigegeben, um damit Geld zu finden. Ja, das stimmt.
Ich sehe das hier auch in unserer... Probieren wir das doch beim Alkohol auch. Ja, wir gucken einfach mal in die Alkoholsteuer. Ja, Popularität bei den Wählern 0%. Und es trifft... Sie ist im Moment bei 49%. Okay. Es erhöht... Wenn ich es jetzt anfasse, es erhöht die Armut. Aber der Alkoholkonsum geht wirklich runter. Also im Moment haben wir ein Einkommen von 1,91 und wir könnten für relativ wenig politischen Einfluss den auf 2,19 hochsetzen. Wir verstärken die Armut etwas, aber der Alkoholkonsum verringert sich um 7%. Es wird sogar fast noch ein Stück höher gehen. Also. Wobei wir dann wahrscheinlich aufpassen müssen, dass die Leute nicht alle anfangen, selber zu brennen. Weiß nicht, ob das so komplex ist. Auf 2,4. Also Armut erhöht um 3,1%. Aber Alkoholkonsum erniedrigt um 13%. Ich wäre dafür. Das liegt aber daran, dass wir so ein paar Einnahmequellen brauchen und dass der Alkoholkonsum sich auch negativ auf unser Gesundheitssystem auswirkt. Ja, wäre ich auch dafür, dass das trifft unsere Stammwähler. Das kann so sein, aber wir sind ganz am Anfang unserer Amtszeit. Wir haben noch 19 Runden, das wieder zu reparieren. Gott, ja, also es gibt Gründe, warum ich kein Politiker geworden bin. Ja, definitiv und ehrlich, irgendwem zu erklären, dass Bier, der Wein teurer wird und zwar deutlich teurer, puh, da hätte ich jetzt auch keine Lust drauf. Mhm. Aber deswegen mache ich auch keine Politik. Ja, also, anwenden. Ja, ich möchte 5 politisches Kapital dafür ausgeben. So. Wir haben halbe Milliarde wahrscheinlich damit eingenommen. Einfach mal. Und direkt was. Aber das war jetzt so das Offensichtliche. Jetzt könnten wir noch gucken, ob es irgendwas gibt in der Richtung von Besteuerung, was. Das letzte Mal hatten wir irgendwie sowas wie Fastfood-Besteuerung. Aber dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende, was irgendwie direkten Einfluss wegen Fettleibigkeit, dachte ich nur, direkten Einfluss hier drauf hat. Ja, das finde ich einen guten Ansatz. Also gucken wir uns mal, da haben wir nur ganz kurz drauf geguckt, weil das wollte ich mir aufheben. Das ist auch schöner aufgebaut jetzt hier. Nicht oben mit diesen Tabs, sondern hier erst guckt man links, dann guckt man da. Also wir haben hier wieder Außenpolitik. Wohlfahrt. Na, Alkohol Awareness Campaign kostet aber direkt auch was. Wobei gar nicht so viel. Wirtschaft. Sehr viel bei Wirtschaft. Steuern. Auch einiges. Public Services, öffentlicher Sektor, würde ich sagen. Auch relativ viel. Öffentlicher Dienst, genau. Recht und Ordnung. Tränengas. Okay. Und Transport. Okay. Das sind auch so ein paar dabei, die wir in Democracy 3 schon hatten. Ja. Ja. Aber wir wollten jetzt mal gerade nach Steuern gucken und Junkfood Tax. Also, ja. Junkfood-Steuer. Ja. Eine bestrafende Steuer, die Kosten und Einnahmen. Nicht viele Einnahmen, die wir generieren können, aber wir haben das Fettleibigkeitsproblem. Und wir werden damit wahrscheinlich die Armen treffen. Aber ich denke, dass auch wenn jetzt nicht in sehr, sehr direkter Folge, aber sehr bald wir auch was für den Wohlfahrtssektor tun werden, ne? Genau. Also implementieren wir das mal. Ja. So.
Ja, guck, die Fetthabigkeit runtergeht. Oh ja, direkt mal. Hola. Okay, das ist spannend. Ach nee, hier wird mir nur angezeigt, wie teuer das ist. Die Kosten sind hier frei, aber für die Zukunft wird mir dann angezeigt, wie teuer es werden würde. So, Gesundheit geht hoch, die Armut geht hoch. Nicht viel. Oh, das ist auch spannend. Pflanzenbasierte Ernährung. Das ist jetzt erstmal nicht schlecht, wenn das nach oben geht. Und Income wird eigentlich also Einnahmen von jedem sind im Moment nicht betroffen, auch wenn ich das hochziehe. Vielleicht ist der Regler nicht in Ordnung. Sowas kann immer passieren bei einer Alpha-Version. Und die Jugend findet es nicht so toll. Was würdest du sagen? Wo sollen wir hingehen? Ich wäre für 65%. 65%. So, hier so. Ja. Also Einkommen von 680 Millionen. Okay. Ja. Angewandt. Neue Steuer. Und Haben wir noch 8. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, was direkte Sachen angeht. lass uns mal noch in die Politikfelder, in diese Übersicht mit den Vorschlägen gehen. Also Policy-Übersicht. Hier. Genau. Und da entweder bei Welfare oder Economy. Aber da noch was finden, was das so ein bisschen unterstützt, dass die Leute sich gesund ernähren können. Da wäre zum Beispiel die Variante, das haben wir das letzte Mal gemacht, das wären die Food Stamps, also die Lebensmittelmarken. Marken, genau, Lebensmittelmarken. Das hat beim letzten Mal erstaunlich gut funktioniert, um den Preis ein Stück zu drücken. Aber es kostet halt auch Geld. Aber vielleicht Ja. kostet es auch Geld an der richtigen Stelle. Ja. Wir können es ja auch ein bisschen skalieren. Das können wir machen. Also wär ich auch direkt dafür, weil wir haben zwei Sachen gemacht, die Armen direkt treffen, oder drei Sachen sogar. Also direkt gegensteuern in derselben Runde, also einführen. Genau. Und Kosten sind im Moment 1,9. Sollten ein bisschen runtergehen, ne? Ja. Weil im Prinzip haben wir jetzt eine Milliarde, ein bisschen mehr als eine Milliarde, vielleicht 1,2 gewonnen. Weiß nicht, so. Entweder das oder sogar noch ein Stück weiter runter, dass wir es im Zweifelsfall noch nach oben skalieren können, wenn wir denken, jetzt haben wir gerade genug Geld. Anheben geht immer. Tatsächlich sollten es drunter setzen. Also auf 800 Millionen. So. Guck mal, das politische Kapital. Für 800 brauchen wir 12 politische. Ne, fürs Das ist halt Einführen nur 4. Aber wenn wir sie runtersetzen wollen, also Lebensmittelmarken weniger bezuschussen, da brauchen wir mehr politisches Kapital für, als die Lebensmittelmarken zu erhöhen. verrückt, oder? Auch schön. Ja. Auch irgendwie in der Logik sehr schön. So, ja, die Leute finden das gut, nehmen Menschen ihre Freiheiten nicht weg. Das Ja. finden die in der Regel zu. Ja. Okay. Ja, und es tut direkt was gegen die Armut. Minus 4,79. Das Ja, Einzige, wo wir 800. bewegen können, entweder das oder vielleicht doch noch ein Stück höher. Ich habe gerade gesehen, dass die Landwirtschaftseinnahmen, also die Einnahmen der Landwirte, ein Stück weit hochgehen. Vielleicht das, was doch auf 900 Okay. geben. Hab's Ja. auf 900, dann ist das Income plus 0,59. Ja, besser als nix. Ja. Und dann haben wir auch, da wir hier was gegen Armut getan haben und für die Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze wahrscheinlich leben,
müssen wir jetzt die ersten Sachen wieder gut, nicht ausgeglichen, aber zumindest ein bisschen kompensieren. Ja. Okay, haben wir noch 4. Wir können jetzt auch sehen, das ist auch sehr praktisch, finde ich, anhand der Kreise um die verschiedenen Policies herum, wo wir tatsächlich noch was drehen können. Ne, also hier ist jetzt schon Schluss mit lustig, da haben wir kein politisches Kapital mehr, um am staatlichen Gesundheitssystem irgendwas zu drehen. Aber hier sind noch so Sachen, was ist das denn hier? Ah, die Lebensmittelstandardbehörde. Stimmt. Die tut schon was gegen Obesity. Die könnten wir hochsetzen. Aber damit erhöhen sie den Lebensmittelpreis. Spannend. Wie viel geht der Lebensmittelpreis nach oben? Ähnlich wie die Fettleibigkeit runtergeht. Und die Fettleibigkeit wird unter anderem ausgelöst durch den Lebensmittelpreis. Also wahrscheinlich tut es nicht direkt etwas am Lebensmittelpreis deswegen. Ja, die Überlegung dahinter ist ja, dass wir dann unser Gesundheitssystem entlasten, weil es den Leuten besser geht. Und wenn ich mir mal die Kosten angucke, ist es an sich nicht so wahnsinnig dramatisch. Ja, das stimmt. Und insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass es eine schöne Ergänzung ist. All in hier? Ja. Ja. Dann gehen wir mal all in. Und im nächsten Schritt, ich habe mir übrigens jetzt angewöhnt, einen Zettel und einen Stift mir bereitzulegen. Im nächsten Schritt wäre mein Vorschlag, wenn wir wieder ein bisschen Geld hätten, ja, Unterstützung für die Landwirte, weil die jetzt gerade auch durch diese Lebensmittelvorgaben und Kontrollen, glaube ich, ein bisschen herausgeforderter sind, dass wir da nochmal gucken, wie wir die Landwirte vielleicht auch zukunftsfähig kriegen. Okay. Und sie unterstützen können. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.